Hallo und herzlich willkommen heute zu den wichtigsten Energiespar-Lifehacks aus dem Haushalt. Beim Thema Raumtemperatur scheiden sich die Geister, vor allem zwischen Männern und Frauen. Aber ganz wesentlich ist schon, wenn man nur 1 Grad die Raumtemperatur senkt, kann ich bis zu 6% der Heizenergie einsparen. Beim Thema Wasserverbrauch ist es auch wichtig, Sparduschköpfe oder Perlatoren zu verwenden, weil da kann ich ordentlich viel Wasser einsparen. Im Endeffekt pro Jahr sogar 150 bis 200 Euro. Beim Thema Homeoffice schlägt natürlich der Laptop den Stand-PC. Und zwar beim Energieverbrauch um bis zu 70% kann ich mit einem Laptop einsparen. Wichtig ist, dass beim Betrieb des Laptops, wenn ich ihn nicht mehr benötige, dass ich auf den Standby-Modus verzichte, sondern dass ich ihn wirklich ausschalte. Und wenn ich mehrere Bildschirme benötige, so wenig wie möglich, maximal vielleicht 2, wenn unbedingt 2 erforderlich sind. Beim Kochen kann ich bares Geld sparen, in diesem Fall bis zu 20 Euro pro Jahr, weil wenn ich den Deckel auf den Topf gebe, verbrauche ich rund ein Drittel weniger an Strom. Das war's mit unseren Energiespar-Lifehacks aus dem Haushalt. Mehr von den Tipps gibt's wie immer auf unserer Website.